Bullseye. Ich glaube, es waren 2 Minuten. So, ich habe auf jeden Fall was Schönes zu erzählen, ja? Ja, hau raus. Wie das vielleicht bekannt ist oder auch nicht, ist mir auch egal. Ich habe ja, oder Christian und ich teilen uns ja den Luxus, dass wir eine Dame haben, die uns den Arsch abwischt. Ja? Also eine Putzfrau haben wir halt, ja? Ja. Und die kam heute in mein Zimmer rein und hat dann hier, ja, wie nenne ich es denn? Ich sag mal, weibliche Unterwäsche gefunden, ja? Nein, es ist nicht meine, falls jetzt irgendwelche Gerüchte wieder aufkommen, ja? Um den ganzen hier aus dem Weg zu gehen, ja? Ihr geilen Hobo-Zuschauer, ja? Die jetzt direkt wieder hier alle meinen so, oh, der Bram, der trägt geile String-Tangas, auch wenn ich die Tage. Aber das war auf jeden Fall weibliche Unterwäsche. Guckt mich so an, meinte so, hä? Ja, cool, die sind ja echt schön und so, wa? Erstmal voll verstört überhaupt, dass die sich meine Unterwäsche, also nicht meine, sondern die Unterwäsche. Oh! Jetzt hat er sich verraten! Egal! Und okay, dann sag ich da halt so, ja, habe ich halt, ich war jetzt in L.A. und habe ich die gekauft und so, und er sagt, ja, voll geil, was kostet die denn? Da habe ich dir gesagt, der kostet, also ich sag mal, die war ein bisschen höherpreisiger, die hat halt $50 gekostet, ja, ein so ein Teil. Dann haut die eiskalt raus, oh, das ist ja teuer, dann trage ich lieber weiterhin nichts. What the fuck? Und dann dachte ich mir so, okay. Habe ich dann nicht so direkt drauf reagiert. Ne? Das war ein eindeutiges Angebot, Bram. Ja, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ohne Spaß, what the fuck? Das, ja, das war echt so, wo ich mir dachte so, what? Hättest ja. du sagen müssen, glaube ich nicht. Beweis es. nee, jetzt nicht, danke. Ja, nee. Von der auf jeden Fall, nicht. Ist sie dann halt wieder aus meinem Zimmerchen verschwunden, dann weiter halt und kam dann irgendwann einfach nochmal hier raus. Und ich weiß, läuft sie in mein Zimmer, guckt sich das Ding an und geht wieder. Die hat sich dann nochmal angeguckt oder was? So, ja, das soll wirklich so 50 Euro kosten. Quatsch. Ja, quasi. Da wird's nicht. Das war ein bisschen verstörend, wenn ich ganz ehrlich bin.